Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go Infovideo von Chaos Lady. Ja, es gibt endlich eine Ankündigung von Niantic. Es ist unglaublich, dass die tatsächlich noch ankommt, bevor bei uns Montag ist. Unglaublich. Krass. Pokémon Go Travel und der weltweite Fangwettbewerb. Gut. Pokémon Go Travel ist, wie soll ich das sagen? Oh, das ist sehr kompliziert. Es gibt drei Pokémon Go Trainer in Japan und diese drei mal mitzuverfolgen, was genau, wie die das so machen und keine Ahnung, wie sie auf, sie wollen auf Reisen gehen. Deswegen Pokémon Go Travel, ne? So, und irgendwie kann man über Pokémon Go Travel dann sich Geschichten durchlesen. Ach, ich finde das alles nicht so wichtig. Ich kann nicht viel reisen. Ich kann nicht einfach sagen, ich fliege morgen nach Italien oder so ein Quatsch. Ist für mich nicht möglich. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Ich bin froh, dass ich mein Corazon habe fangen können, was ziemlich schwierig war. Und von daher bin ich erstmal zufrieden. So, aber es geht um den Fangwettbewerb. Da gehen wir einfach mal direkt zu dem Bild, was sie veröffentlicht haben. Und wenn wir 3 Milliarden Pokémon in 7 Tagen gefangen haben, erhalten wir doppelte Erfahrungspunkte, 6 Stunden Logmodule. Also die Logmodule halten nicht 30 Minuten, sondern 6 Stunden. Zweifacher Sternstaub. Wow. Und wir erhalten für 48 Stunden für 48 Stunden Doppelporenta. Ja, genau. Natürlich, Porenta und Kangama. Also wenn das. Nee, sorry, Entschuldigung. Nicht weltweit Porenta und Kangama in Ostasien. 3 Milliarden Pokémon in 6 Tagen. Ob das schwierig ist? Keine Ahnung. Wir sollten uns halt Mühe geben. Definitiv. Also jeden Abend Lokmodulparty quasi. Und fangen, fangen, fangen. Warum nicht? Ja, und eigentlich. Ich denke oder ich hoffe, dass noch mehr Pokémon überall auf der Welt trotzdem auch für Gold dann gilt. Wäre ja blöd, wenn es dann einfach nur heißt, oh, hier habt ihr ein bisschen Porenta. Das war's. Natürlich, doppelt XP, 6 Stunden Logmodul, doppelter Sternstaub. Hey, doppelter Sternstaub ist schon Hammer. Und doppelte Erfahrungspunkte. Wow. Wahnsinn. Wann geht das denn los? 20. November. Für gewöhnlich haben die Events um 22 Uhr angefangen. Jetzt durch die Zeitverschiebung kann es sein, dass es 21 Uhr ist. Und das Ganze geht dann bis zum 6. November. Wahrscheinlich auch 21 Uhr. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, das wird interessant. Es fängt morgen an, weil heute ist der 19. Und das geht bis zum 26. Es ist nur ein Wochenende dazwischen, wo man richtig durchsuchten kann. So richtig. Also ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall versuchen, Livestream zu machen, sofern es mir möglich ist. Also mehr möglich. Eigentlich ist es mir eigentlich immer möglich. Nur, ob die Qualität mitmacht, das ist immer so die Frage. Ich müsste mir mal anschauen, wie gut die Qualität hier in Altenheim gewesen ist, ob man damit was anstellen kann, ob ich mir vielleicht auch einfach nur einen bestimmten Ort angucken kann und dort, ne, also Pokestops, an Pokestops zu campen und fangen, fangen, fangen ist natürlich nicht schlecht. Zwei sollten es aber schon sein. Noch besser ist aber rumlaufen, normalerweise. Oh, außer ihr habt mehr als 2 Logmodule zur Verfügung. Das ist aber unterschiedlich.
Ich denke mal, Lokmodule habt ihr alle hoffentlich noch. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die bräuchte man eigentlich aber auch zu den Doppel-EP-Event. Also von daher muss man schon schauen, dass man sich die ein bisschen einteilt. So ein paar sollte man sich, ein, zwei Stück sollte man sich für das Event aufheben. Die Belohnung, die wir dann bekommen. Die Belohnung. Die Frage ist, wie lange? Ich muss leider jetzt davon ausgehen, dass wir doppelte Erfahrungspunkte, 6 Stunden Lokmodule und doppelten Sternstaub auch nur 48 Stunden bekommen. Steht nämlich hier nirgends. Das haben sie irgendwie vergessen, was wir wie lange bekommen. Aber ich hoffe, dass es eigentlich eine Woche sein wird, wie die meisten Events auch waren. Oder vielleicht 2 Wochen. 2 Wochen wäre OP. Wir werden sehen. Wir werden, also sobald es irgendwie neue Infos gibt, werde ich versuchen, euch zu informieren. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif und fangt mo ab morgen so viele Pokémon, wie ihr nur könnt. 3 Milliarden Pokémon. Ich hoffe, wir schaffen das. Bis zum nächsten Mal.